Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, diesmal Shenmue 3. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich wollte mir damals Shenmue holen, es kam aber leider nur für die Dreamcast raus. Und die wollte ich mir jetzt nicht extra holen, davon haben ganz viele geschwärmt. Man musste da irgendwie arbeiten gehen und Geld verdienen und als Hafenarbeiter und so. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Für die PS4 gibt es ja diese Remastered-Version 1 von 1 und 2. Die habe ich auch noch nicht geschafft zu spielen. Dann gucken wir uns mal an, wie das ist. Also so ein bisschen weiß ich was davon. Durch Albert. Der hat doch eine große Collectors Box davon ausgepackt. Hat doch Video von ihm gemacht. Mein Spiel laden, fortfahren. Zusammenfassung. Oh, Zusammenfassung. Das werden wir auf jeden Fall angucken. Einstellungen. Wir müssen aber erstmal. Ach, wir haben nur Japanisch wieder Stimmen und deutschen Untertitel. Das finde ich wieder sehr schade. Musik. Machen wir definitiv erstmal ein bisschen leiser. Effekte und Sprache kann. Naja, gut, lassen wir oben auf 7. Gucken wir mal, was bei Zusammenfassung ist. Yokosuka, 1986. Ryo Hazuki's fate is abruptly and irrevocably changed. Das ist die Zusammenfassung von 1 und 2. Oh, da haben so ja Leute dran Spaß, die 1 und 2 nicht kennen. Die kriegen das dann nämlich noch hier in Videoform. Weil irgendwie so, ich weiß von Albert und von anderen, man spielt halt den Typen und der sucht irgendwie seinen Vater und legt sich dabei mit Yakuza und so weiter. So, und wir wollen ein neues Spiel starten. Ich will auch nicht zu viel verraten. Mal gucken, wie lange wir anspielen werden. Empfohlener Modus, Story-Modus, Herausforderungsmodus, Albtraum, oha. Wir machen mal Story-Modus. Mal gucken, wie die Steuerung und so ist. Dear Shenhua, my work is done. The phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Go with the one who holds the phoenix, Shenhua, and find the proof. Yield yourself to the light and go together. I shall give you the family treasure, the Sword of Seven Stars. Think of the sword as a part of me, and keep it with you. I shall always watch over you. What the? Ryo. Right. What is this? A dragon and a phoenix. Drache und Phönix, okay. Just like the mirrors.
So this is what he was working on. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch-black night, a morning star shall glisten, alone. What is that poem? It has been told in the village, since long ago. The one who holds the phoenix. Ich wusste gar nicht, dass der Phönix im asiatischen Raum auch bekannt ist. Ich dachte eher, dass das. Nee, der kommt hin. Ich dachte eher, dass das aus England kommt. Aber ich glaube, die haben es nur übernommen. So wie Schießpulver. Haben sich ja auch einverleibt. Ja. Sehr gut. Kannst dich hier hinlegen, aber nicht auf die Tastatur. That's Bailu Village. Es hat auf jeden Fall so einen Oldschool-Touch. We might find some clues about my father there. Let's go. Der Albert wartet ja schon Ewigkeiten auf das Spiel. Sure. Der ist ja riesen Shenmue-Fan. Hey, Shenhua. We have to get to the village. Ich denke mal, Albert wird das wohl explain. Do you have any idea where your father might have gone? No, I don't. Müsste ich ihn mal fragen. Hmm. Has this ever happened before? With my father? Yeah. Has he ever disappeared without telling you? No, never. I see. Are you certain? That letter from the cave was... It's his handwriting, without a doubt. Okay. Are you sure it didn't contain any clues? Shenhua? I don't know. Honestly, I don't care about the letter. I just want to find my father. Aber es ist typisch bei den japanischen Spielen. Viel, viel, viel Quatsch. Das ist bei einer Anime-Serie genauso. Du guckst One Piece und es wird nur gequatscht. Die sind jetzt auf dem Plateau, um Flamingo zu plätten. Ja, und vorige Woche war Ruffy unten im Keller und will eigentlich hoch. Und Law kämpft ja gerade, hat gegen Flamingo gekämpft und jetzt ist er am Wegrennen. Und jetzt ist seit 4 Tagen oder 3 Tagen ist immer irgendwas anderes, was rum passiert, irgendwie mit den anderen, mit Zorro und was weiß ich. Und Vergangenheit und hast nicht gesehen, anstatt sie da mal weitermachen und die Schlacht, damit sie Flamingo irgendwie auf die Fresse hauen. Die Steuerung ist schön. Nicht zu leicht. Nicht zu schwer. Weil manchmal kennt man das ja, dass man läuft und mit dem Charakter steuert und auf, wenn man einmal einen Millimeter zu weit nach links macht, dann auf einmal zack, dreht er sich halb um die eigene Achse oder so. Das hier nicht. Lass mich raten, ich muss kämpfen. Hello, Liu. Shenhua, who's this? This is Liu. He saved me from drowning in the river. Ich muss doch nicht kämpfen? Schade. Did something happen? A group of thugs tore through here 2 days ago. Oh no, really? Yeah,
The kind we don't normally see around here. Let's keep moving. Hey, Shenhua. What's the matter? Does the village usually have gatekeepers? No. There's no need for them. Bailu is a very peaceful place. Are you sure about that? Because they said some thugs came by. Yes, but it sounds like they're not from around here. Still, that's worrying. Even for you? Yeah. I admit, I'm a little unsettled myself. The village feels different somehow. Und daher finde ich die Textfarbe ein bisschen ungünstig gewählt mit dem Gelb, wenn sie da ein gelbes Kleid anhat. That was a pretty old bridge. Ja, so blau hätten sie machen können. Also, ja, das ist die Kommentare zwischen den Bienen eher blau wie gelb, aber hätte man vielleicht die Sicht irgendwie anders machen müssen, damit halt. Yes. Everyone lives up ahead. We can ask around. Someone's bound to Man know kann something. Zwar lesen, aber Let's not waste another second. Wenn ich jetzt auf dem Sofa sitzen würde und nicht meine Lesebrille auf hätte, hätte ich dann da bei den Passagen schon Probleme. Help kann ich jederzeit aufrufen, okay. Was haben wir denn hier? Hier kann ich nichts machen. Was ist mein Inventar? Achso, die rennt jetzt da weg. Ist jetzt eine Rückblende oder was? Ah ne, wir sind ja immer noch da. Spielt ja jetzt in der Zeit, spielt ja nicht in unserer jetzigen Zeit. Oder? I'm sure we'll find out more about your father. Thanks. You investigate here, Leo. I'll try another settlement. Aber ich weiß, Leute, ich weiß nicht, wie ich sitzen soll, ey. Tut der Rücken mir ein bisschen weh. Bin nachts ein bisschen verlegen. Pardon me. Was mit dir? Hat die jetzt meine Stimme erkannt oder so und erinnert an irgendwas oder? Maybe I'll talk to a few folks around here. Was? I should talk to more people around here. Mm-hmm.
There's something I want to ask. Have you seen Mr. Yuan? Where did you come from, young man? What? There's always something interesting coming in from the Lijiang River. I wonder what's going to show up next. Excuse me. What is it? Have you seen Mr. Yuan? He occasionally came to visit Zhou next door, but Zhou is likely working right now. Maybe Zhou's daughter Lin knows where he is. I see. I need help with something. What do you want? I'm looking for someone named Yuan. No, I haven't. Not since I saw him go to that house over there, but that was a while ago. What? Okay, thanks. Oh, Kata, Mensch. Ich will jetzt nicht spielen. Aua! Beißt der mir in der Hand? Idiot, ey. Do you have a moment? Huh? What is it? Was ist denn mit dir? There's something I want to ask. Huh? What is it? Don't get all cozy with me. Sorry to bother you. Is anyone there? Looks like no one's home. Is anyone there? It seems nobody's home. Fragen wir mal den Dicken, der hier trainiert. Ach, Kind. Erzählt die uns was? Hey there. Yeah? That looks great. Yep, Shenhua tells me that, too. You know Shenhua? She's my friend. Is she your friend, too? Also, wir wollten damals ganz viele spielen. Yeah, she aber is. Aber keiner wollte sich die Dreamcast holen, weil Say, die Dreamcast damals so teuer do you know war. Mr. Yuan? Ich bin ja dann auch zur PlayStation 1. Nope. Und seitdem PlayStation 2 sucht die. A stonemason, just like my daddy. Your dad is a stonemason as well? Yep. Can I talk to him? Uh-huh. He comes home at 7 at night. He does. Okay. Thanks. Mm-hmm. No problem. Ah, wir können die Zeit dann überspringen. Gut, also ich muss jetzt hier nicht warten, bis die Zeit rum ist. Wir machen jetzt schon fast 20 Minuten und ist eigentlich nur Quatsch. Für euch bestimmt total langweilig. Talk to you for a moment. What is it? Oh, hi, Mister. You know this man? He's my friend, Daddy. Well, get to it. I haven't seen Yuan around. If you know anything, I'd... Huh? What happened?
Some thugs I'd never seen before showed up and wrecked my place. Thugs, huh? Why would they do this? It's me. They asked if I was a stonemason, so I said yes. And they just went crazy. Why stonemasons? They were definitely looking for something. What did they look like? Well, they weren't from around here, that's for sure. There were two of them. One had a shaved head with a tattoo on it. Schädel tattoo, okay. Don't tell me. They went to Yuen's place too? I don't know. Yuen was in the quarry when he disappeared. You're kidding. Those thugs might have something to do with that too. Maybe. I'll be sure to tell Shenhua. Noch 20 Minuten. Hey. It's gotten so dark. Maybe I should head back to Shenhua's house. So, haben wir was Neues? Have you learned anything new, y'all? Not about your father. No. Die quatschen ja sowieso gerade. Ich hol mal schnell derzeit was vom Balkon. It seems that the thugs invaded Mr. Joe's home, though. Joe, you mean Ling's house? They must have my father then. We shouldn't jump to conclusions. I'm going with you tomorrow. What? I can't stop thinking about these thugs. I want to know more. All right then. We'll go together. Good. Frauchen will nämlich Mittagessen vorbereitet weitermachen. Ging vorhin nämlich nicht weiter, weil die Kleine sehr, sehr müde war. Bis jetzt fühle ich mich nicht irgendwie wie in einem Spiel. Fühle mich eher wie in einer Geschichte irgendwie. I'd better stay out. Es ist sehr ruhig. Viel Quatsche. Was jetzt nicht negativ sein soll. Speichern. Wir machen mal speichern. Meinen Speicherstand anlegen. Schlafen. Ja, damals gab es noch richtige Uhren. Nicht nur Smartwatches. Damals gab es gar keine Smartwatch. 87 gab es noch nicht mal Handys. Doch, da war das erste, aber da war so ein großer Koffer.
Good morning, Leo. Good morning. Did you get enough rest? Yeah. I'm excited to see what'll be served. So, da komme ich nur mit Kamera, okay. Auch nicht immer da ins Bett, Mensch. Aber viel zum Öffnen. Nein, aber nicht. Hier nicht. Doch hier. Also in der heutigen Zeit. Doubt I'd understand it anyway. Wirklich? There's a scroll. Doubt I'd understand. Entspannt. Also das bringt eine Ruhe mit sich mit dem Spiel irgendwie. Ich kann es schlecht beschreiben. Aber ich weiß schon, dass es für viele nicht sein wird, weil erstmal viel lese und nicht so viel Baller und so wie in den heutigen Spielen. Das ist halt hier wirklich ein entschleunigtes Spiel, will ich mal so sagen. Was aber auf keinen Fall schlimm gemeint ist. Ein bisschen erinnert es mich auch an Myst. Da hat man zwar den Charakter nicht gesehen bei Myst, aber man war auch da halt immer am Suchen und Erforschen, Rätsel lösen. Was haben wir denn da? Wir haben da was gefunden. Wartet. Da war ich zu voreilig. Incense.
It reminds me of the family all. Damit es halt am Fall ist. Designs for the Phoenix Mirror. How is your inn connected to my father and the mirror? Da haben wir schon. Ich würde sagen, wir fangen unten an. Da ist aber viel drin. Nur ein bisschen Stoff. Phoenix. Ja, Frauchen hat gerade die Kleine in der Manduka. Macht da und sie. Und die Kleine erzählt in der Zeit. Hm? Hat sich eher so angehört, als wenn sie mit dir erzählt. Hat sich eher so angehört, als wenn sie mit dir erzählt. Rossmann wolltest du noch, wa? Ja. Da müssen wir dann auch gleich noch hin. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich als negativ finde, ist, dass es halt wirklich nur deutschen Untertitel hat. So, von der Mechanik her finde ich es ganz entspannt. I should get going. Ah, okay, wir haben jetzt genug durchsucht und sagt da schon, wir gehen. Okay. Ja. Let's go. Yeah. Let's go. Jetzt gehen wir weiter. In der Zeit, wo sie da läuft, bin ich ja schnell mit nachmachen, mit hinterherrennen. Werde ich mal schnell mein Headset schon mal in Strom klatschen. Weil sonst habe ich hier gleich keinen Ton mehr. So. Ach, sie wartet auf uns. Ich kann ja schnell rennen. So. Your house is pretty far from the village, huh, Shenhua? Oh, yes, I suppose you're right. Is there a reason for that? The quarry could be one. Sorry? The quarry. It's a special one that even I'm not allowed to enter. Ah. So, your house is there to protect it? Yes, I believe so. Father didn't tell me anything about it, though. I see. Do you know what the dragon and phoenix in the quarry were for? No, I don't. But your father carved them, right? Yes, he must have. He wasn't alone, though. What do you mean by that? They must have taken generations to complete. So, you think your grandfather worked on them too? Yes, possibly even further back than that. Have you heard any stories about them?
Not a single one. My father always said he'd tell me when I got older. Then how do you know it has so much history? Well, everyone in the village has history. The villagers? Yes. Generations of stonemasons, hunters, and farmers have all lived here. The same goes for the cattle wranglers. They've been here for ages. Oh, yeah? That's just how things work here. Ach, ich kann sie eine Pflanze nehmen, okay. Wo wir hier auch was? Also die ist ziemlich, also die Hütte von denen ist ziemlich weit weg vom Dorf. Die nächste Videosequenz. Aber das erinnert mich irgendwie alles an so alte chinesische Kampffilme. Und mit dem Schild oben drüber, right. Also Kampfschule, Kranich und was ist Marshall Hall. It's been here for ages. Na, Kampfkunst, ha! Marshall Hall. Ich hab's gewusst. Long ago, many great martial artists traveled here. From all over the world. But no one comes here nowadays. Is that so? Ryo, you should come here to practice when you have time. Is that okay? Of course. Our doors are open to everyone that comes here looking to master the martial arts. Jetzt lernen wir hier Kampfkunst. Das ist alles hier noch Tutorial, so würde ich sagen, oder so. Sorry? Hmm, you're Japanese. I am. The people of Bailu Village have trained here for centuries. It has history. Did you say centuries? You would do well to train here if you have lost sight of the path. You can polish your techniques. So, you'll let me train here? Not only that. I'll let you prove yourself by fighting the monks here. You're on. A fight? Very well. Your first opponent shall be Red Tiger. He is our least skilled monk, but do not underestimate him. Okay, jetzt kommt ein Kampf. Kreis, Dreieck, Viereck, X. Suche mal R2 zum Drücken. Ist dich satt, bevor du kämpfen gehst. You're no simple opponent. That won't work. Das hat man aber auch schnell drin. Mit vier Knöpfen. L2 ist zu decken. So wie ich jetzt mitgekriegt habe. Da stand nur R2, aber. Okay. Very well. What is your name? Ryo Hazuki. I shall have a name tag prepared for you. Ich werde einen you will start from the lowest rank. Rank? Yes. You must fight and defeat someone above your rank in order to move up. You must train day in and day out to improve your Kung Fu. Also krieg jetzt ein Namensschild. Dann kann ich hier Kung Fu lernen. Neue Techniken und so was. Oder allgemein. Cool. I shouldn't keep Shenhua waiting. Okay. Müssen wir erstmal zu ihr. Wir rennen jetzt natürlich hier weiter.
Ja, pack aber wieder einen neuen rein. Den kaufe ich heute aber auch welche. Trink mir nicht mein ganzes Energy alle. Freue ich ihn, ob sie ein Energy von mir haben kann. Letztens, wo wir bei Aldi waren, sage ich noch zu ihr, hol dir noch Energy. Ich brauche kein Energy. Sag, Schatzi, du brauchst wieder. Ich kenne dich. It belongs to Uncle Tao. Nein, brauche ich nicht. Uncle Tao, huh? Gestern Energy, yes. Heute Energy. People can get anything they need from his shop. Nein. I see. Die war mit ihren Leo? Freunden hier und did die you pack anything to eat? Zu Jette wegen Lernen. Why do you ask? Well, heute Abend. You can't run on an empty stomach. That's a very good point. Weil die haben irgendwie eine Mathearbeit und Jette ist wohl die Beste in Mathe und da wollen Ellie und Rosie dann mit Jette lernen. Thanks. I'll keep that in mind. Also könnte mal ein bisschen Action passieren. Warte, davon habe ich doch schon eine. This is. It's licorice. You can make Chinese medicine with it. So, you can turn this into medicine, huh? Not just this. There are lots of herbs growing in Bailu. Where do they grow? They're all over the place, but you have to really look for them. Oh, really? There should be special maps at Uncle Tao's shop. So langatmige Spiele zu spielen. Nicht langatmig von der Story her allgemein und so. Uncle Tao will buy them from you. So entschleunigte Spiele zu spielen. Get rich quick? Are herbs really worth that much? Guess I'll take it. I want a Karte. This is. Guess I'll take it. Und die nächste Karte. Hätte ich mal vorhin gleich mitnehmen sollen. I have to go with Shenhua. Achso, ja, Shenhua. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Wir kommen dann jetzt schon wieder zum Dorf. Da sind wir doch vorhin schon lang gelaufen. I would like to know. What's the tall tower just past the village square? Yes, that's the bell tower. What is it for? We ring the bell if there's a fire in the mountains or if something dangerous is encroaching on the village. Is that why it's so tall? Precisely. It's also a useful landmark, because you can see it from anywhere in the village. That's handy. So you can find your way back to the square, if you head for the bell tower? That's right. I'll have to keep that in mind. Excuse me. Oh, hey kid. What do you want? Die erinnert mich auch an diese alten chinesischen Kampfsportfilme. Oh, nothing. Die habe ich früher echt gerne geguckt. Beginner, right? You have a name? Oh, mit Jackie Chan, wo er betrunken ist. Also, da war Drunk-Stil oder so macht, wo er sich immer besaufen muss, damit er halt diesen Karate-Stil kann. Und es war auch cool. Ich hab damit die Filme eigentlich echt geliebt teilweise. Yeah, I'm good. Oder die Todesfaust der Shaolins und wie sie alle hießen, ey. That's not what wie hieß denn das, wo der Inner bei den Shaolins war? Alle werden sie getötet und Inner bleibt nur noch. Das ist er und er rächt sich dann an. Opposed, war denn die Todesfaust? It's too late now. It was Rio, right? Ah, ich muss jetzt kämpfen, okay? Oh.
Thanks for that. Well, how's it feel? Pretty nice to train with a master like me, isn't it? Sure. Come by anytime. I'm always up for a fight. Hi there. Zixiang. It's me. Ah, jetzt kann ich auch abbrechen, oder was? Ja, guck mal. Jetzt kann ich auch abbrechen, die Kommentare. Hi, Zixiang. Good timing, bud. I was just starting to get bored. Lass uns kämpfen. Let's spar. Kämpfen. Dann machen wir nochmal kämpfen. Okay, you're on. I knew you'd say yes. Einmal noch und dann. Wir sind über 48 Minuten in Reichweite. Schneller. Oh, ich habe immer zu viel. Scheiße. Oh, wieder immer zu viel. Ich habe doch jetzt richtig auf Mann.
Thanks for that. Well, how's it feel? Pretty nice to train with a master like me, isn't it? Sure. Come by. Das kann ich wieder nicht mehr. I'm all die Kommentare wegmachen. So. Der geht weg. You haven't seen any thugs. So. Ich werde mich mal jetzt hier hinstellen. So. Als Abschluss. Es ist wirklich ein schönes, entspannendes Spiel. Ich weiß, dass es vielen nicht gefallen wird, weil es so entspannt ist. Es ist halt sehr entschleunigt. Man muss die Kommentare wirklich alle lesen, sonst... Man kann sie nicht über alle abbrechen. Gibt viel zu gucken, viel zu erforschen. Wir sind gerade am Anfang. Wir haben gerade 51 Minuten gespielt und es ist halt sehr, sehr viel gelesen, Informationen. Ein bisschen die Kämpfe haben wir jetzt schon gemacht. Ich finde es wirklich schön. Ich finde es wirklich schön. Und ich freue mich, dass ich es endlich auch mal spielen kann. Und vor allen Dingen freue ich mich für Albert und alle Shenmue-Fans, damit das jetzt endlich Teil 3 gekommen ist. Viele haben ja ewig drauf gewartet. Jo, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich verabschiede mich. Haut darin. Ahoi. Sagt euer Odin.